220 Quadratmeter Altbau in der Leipziger City. Für diese Wohnung zahlt Familie Mohammed 1.220 Euro warm an den Vermieter, die Evangelische Kirchengemeinde. Danach bleiben den Eltern und ihren 11 Kindern rund 4.000 Euro zum Leben. Vater Idris hat in Syrien als Landwirtschaftshelfer gearbeitet. Vor 4 Jahren ist er nach Deutschland geflohen. Die Familie hat er später nachgeholt. 9 Monate hat er hier als Zeitungs- und Postzusteller gearbeitet. Beides sei aber an seinen mangelhaften Deutschkenntnissen gescheitert, meint er. Nun lebt das Ehepaar mit seinen 11 leiblichen Kindern wieder ausschließlich vom Kindergeld und den Sozialleistungen. Insgesamt 5.239 Euro. Die Mohammeds haben jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung bis 2020 erhalten. Solange finanziert sie der Staat mit derzeit 5.239 Euro pro Monat. Das sind rund 500 Euro mehr, als sie vor Ablauf der 15-monatigen Entscheidungsfrist bekommen haben. Es gibt rund 15.000 Asylanträge, bei denen der Staat diese Frist weit überzieht. Stimmen dazu in der Leipziger Innenstadt. Da bleibt mir der Atem stehen. Das ist unfassbar, wenn ich an deutsche Familien denke. Wir haben so viele arme Familien in Deutschland. Warum bekommen die das nicht? Wir haben viele Obdachlose, denen auch geholfen werden soll. Kinder im Kindergarten, es fehlt halt alles irgendwo. Ne? Wenn ich dann höre, 5.000 Euro, grenzwertig. Ne? Ich finde es eine Frechheit. Noch nie irgendwas bezahlt hier oder gearbeitet geleistet. Aber es kostet sehr viel Geld und das muss die Gesellschaft wissen, ob sie das will und ob sie das aushält.